da reingetan? Nee. Touch. Stone Double Door. Frame zumindest. Ich bin immer gespannt, wie das aussieht. So, jetzt hat. Kann ich die normale Pickup? Pickup? Nummer 6. Ach, das passt in den normalen Frame rein. Saugeil. Echt cool. Und du kannst ja auch Pickupen. Echt geil. Das ist sogar noch besser. Boah, das musst du dir anschauen, das ist saugeil. Ja, ich bin gleich dabei, ich leg noch ein Konto um. Krass. Also ich bräuchte von mir aus auch gar keine Tür, nur so ein Loch lassen. Super. Hier, Auto-Close-Enable geht sogar. Hä? Das teste ich mal, Moment. Ich lass mal offen. Hund geht zu, krass. Automatisch nach einer Zeit. Ist ja lustig. Auto-Close 10 Sekunden. 15 Sekunden. 20 Sekunden. Was aber nicht geht, ist Admin Access Only. Das ist ja doof. Das finde ich komisch. Oder muss ich die Treibrechte ändern wegen Admin Access? Oder? Weiß ich gar nicht. Gut, wir sind hier eh nur wir, aber... Müsste doch... Mit Admin Access müsste doch eigentlich... Oder geht's schon mal, ob es an einer normalen Tür geht? Ja, da geht's, ja. Mhm. Also bei der Tür geht kein Admin Access. Das ist natürlich doof. Huch. Ich habe mein Auto-Close zugemacht. Unlock? Will der Geier hier schon wieder nicht landen? Ja genau, das habe ich gemeint. Da müssen wir Foundation klatschen. Einfach so. Ich crafte immer so eine. Oder vielleicht haben wir noch eine. Hier war das. Noch gar nicht gelernt. Stone Foundation Stone. Dass ich jetzt Steine für eine habe. Dann kann ich da lang. Ist cool, die Tür. Du kannst auch auf dem Dach landen, da geht eine Leiter hoch. Okay, dein Vögelsche folgt dir, so viel zum Landen. Vögelsche, du bist ein Vollidiot. Jetzt mal hier. Ja, einfach so, weil ich ganz frech bin, dass man eh wieder aufnehmen kann. Dinge klatschen. Wo ist mein Vogel? Der schwebt da hinten so rum. Ach, hier. Komm mit, du Sack. Auf geht's. Oh, der andere Rechner hat Error. Shooter Game Error. Man sieht dich gar nicht mehr. Aber die Tür sieht ganz nett aus. Ist nicht schlecht, gell? Ja. Aber kann man halt nicht Admin accessen. Wow. Habe ich voll den Landeplatz. Und gleich drauf geschissen, Anna. So, das erste, was er gemacht hat. Okay. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir am besten weitermachen. Okay, hier brauchen wir gar. Wollen wir noch ein. Willst du noch so ein Hütchen daneben bauen oder so? Dass ja, du da noch ein paar Sachen hinstellen. Ich gehe dann farmen.
Aber schon aus Stein, oder? Gleich. Würde ich sagen. Ja. Gut, ich farm dann erstmal Steine. Ich nehme dann meinen Vogel mit. Der kann einige schleppen. Hol mir ein paar Steine an den Start. Geht ja alles sehr schnell. Leider kein Dütje noch am Start, aber das macht ja nichts. So, jetzt können wir wieder hinschalten zu ihnen. Keksdose, Level 70. Und ab 75 können wir ja die Taucherausrüstung bauen. Ja. Ja, Gamer Levo, servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Sehr, sehr früh heute. Aber ich konnte eh nicht mehr pennen. Ich bin aus der Arbeit raus. Hab kurz, glaube ich, so, ja, eine Stunde gepennt und das war's dann. Und jetzt bin ich halt hier am Start. Jetzt ein bisschen Stream und dann wieder zur Arbeit. So schaut's aus hier. Habe ich heute vielleicht Kontrolle sogar. Wir werden einmal im Monat, wenn wir so kontrolliert, alles was wir machen. Mit so wenig Schlaf ist es immer sehr, sehr toll. Ja, aufs Wort. Konnte ich ja schon früher nicht haben, wenn der Lehrer hinter einem stand und geguckt hat, was man. Ja gut, geguckt wird jetzt nicht, nur danach wird alles gecheckt. Ja, wie bei einer gescheiten Projektarbeit halt. Danach wird kontrolliert. Genau. Was das Gexler so gemacht hat. Oder auch nicht. Packen wir es dann auch in einer Reihe so daneben? Na, ganz einfach mal wieder rein. In einer Reihe so daneben? Oder machen wir das dann so, dass sich quasi auch mal was gegenübersteht? Quasi so Dorf-like. Zu sehr nebeneinander ist ja auch irgendwie doof, oder? Das ist so eine Straight Line. Ja, eben, deswegen, ja. Genau, also so schon. Das ist halt Bescheid, ein Liedchen Dorf-Style kriegt. Ja, klar, sicher. Machst du da gegenüber. Ich weiß doch nicht, wie groß wir es brauchen, wenn wir da die ganzen Sachen reintun wollen. Auch mit Strom, mit allem. So viel hat ja auch, glaube ich, nicht Strom, aber ich werde gleich noch was hinzu tun, eine Mod mit wegen Strom. Nee, ich habe das bei mir nicht mehr reingemacht. Kein Shader Model 4 und kein DirectX 10. DirectX 10 läuft schlechter als DirectX 11. Ich habe nur noch Use All Available Cores drin, so wie es auch da hier in dem Befehl hier steht. Schau. Nur noch das da habe ich drin. Kein DirectX 10 oder DirectX 11. Seit knapp 2 Monaten geht DirectX 10 schlechter als DirectX 11. Oder läuft. Geht, keine Ahnung, wie man das sagt. Weißt schon, was ich meine. Ist nicht mehr so schön anzuwenden. Genau. Da würde ich empfehlen, mit DirectX 11 zu spielen. Geht flüssiger, sieht schöner aus und die, besonders die Custom Maps sind nur auf DirectX 11 angepasst. Oh, ich begebe mich aber in gefährliches Territorium hier. Hier sind ja auch Kanas und so, du Scheiße. Ö. Hauptsache Steine gehackt, wa? Ja. Na, du. Also ich würde DirectX 11 empfehlen. Ich habe halbes Jahr gespielt. Ja, genau. Habe halbes Jahr lang gespielt mit DirectX 10 und dann ging es immer schlechter, immer schlechter. Dann habe ich DirectX 11 getestet. Und es ging dann besser. Klingt komisch, ist aber so. Ist doch verbessert. So, dann bringe ich gleich mal ein bisschen was nach Hause.
Und mit den Configs haben wir schon einigen Leuten den Spielspaß, sag ich mal, gebracht, zurückgebracht oder überhaupt haben sie es entdeckt, das Spiel dann. Sind viele Sachen abgeschaltet, ihr seht auch kein Schnee. Das, um Schnee zu sehen, müsst ihr dann noch High Quality Materials anschalten. Theoretisch. Und das Schönste ist, die ganzen Blumeneffekte sind aus. Das spiegelt nichts, das blendet nichts, die Sonne ist nur noch so ein kleiner Punkt. Aber egal. Wenn das Spiel läuft, die Kleinigkeiten drauf geschissen. Hauptsache es geht. Und das gescheite Config gebastelt, könnte ich ja zum Beispiel jetzt so gar nicht mitzocken. Ja. Was hast du eigentlich für einen Protz? Du kannst mir Fragen stellen. Ja, ich dachte, du bist IT-Fuzzi, ich musste doch alles auswendig wissen. Ja, ja, natürlich, natürlich. i7-920, rund 2,7 GHz. Ach, 920 hast du? Okay. Ja. Ist doch super. Ja, hat damals ja auch gut Geld gekostet. Ist von 2009 oder so, 2010, oder? Oktober. Ja, kann hinkommen. Ja. Also ich war, der Stream-PC ist der 870er, also slower sogar. Als deiner. Ganz, ich bin nicht mit der Kiste ja auch mehr als zufrieden. Aber langsam wird er halt ein bisschen alt. Ja klar. Und für 50er ist auch nicht mehr so das Wahre. Richtig. Hau dir einfach in den alten PC 89 Ti rein, das lohnt sich. Powermaschine dann. Ja. Denkt der Prozessor sich auch, what the fuck muss ich jetzt machen? Was ist hier passiert? Warum ist das passiert? Warum muss ich arbeiten? So, was haben wir denn hier? 1530 Steine. Naja, das ist nicht so viel. Ich glaube, hier am Strand auch noch. Ich tue das einfach alles in den Table rein, gell? Ein Crafting Table, du brauchst das eh da drin. Nebel ist. So, alle Anfänge schwer, Jungs, Mädels hier. Man hat nichts, man braucht alles. Aber vielleicht ist es der Reiz an Arc. Das brennt gar nicht. Ach Gott, ich hab voll vergessen, das zu starten. Einmal. Ja, 8 GB ist schon das Minimum, dass du spielen kannst, würde ich sagen. Alles drunter ist etwas schlecht. Ja, 8 GB ist schon. Meine Flasche beim BOW fast aus. Eine Milliarde Addons. Die Addons haben ja mehr, brauchen ja mehr RAM als andere. Ja, ja, ja. Und zu Hochzeiten hatten wir so 6 GB gebraucht. Da 25er Raid. Oh ja. Trotzdem geruckelt, finde ich. Ashran teilweise immer noch 0 FPS. Immer noch so schlecht. Ja, ja, ja. Muss Addons für runterschmeißen. Gas, moin moin, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Morgen. Wie, heute oder morgen? Guten Morgen. Achso. Hey, mein Vogel hat 691 verdorbenes Fleisch. Geil. Klar mal. Vogel weiß schon, was wir brauchen. So. Sogar mit den ganzen Kills haben wir jetzt noch ganz viele dieser Metal Pick, diese Primitive Pick, die normale, also die Pike. Ich weiß gar nicht, wo ich das Fleisch überhaupt hin tun soll, ey.